Ah, schön. Ach, herrlich. Jeden Tag gibt es was zu entdecken. Ja. Ja, wie ihr sehen könnt, ich kreise hier schon so ein bisschen um die Beete. Das hat auch so alles seinen Grund, denn ja, ich bin nun fast jeden Tag hier gewesen die letzten Tage, aber trotzdem gibt es jeden Tag was Neues zu entdecken und was Neues zu bestaunen, was einen so vereinnahmt. Ihr kennt mich ja da draußen, vor allem die Stammzuschauer, dass ich gerne mal abschweife, mich von der Natur ablenken lasse, obwohl ich gerade mitten im Satz bin. Und ja, jetzt hat sich super, super viel getan. Ich bin im Garten, ich möchte mit euch einen Gartenrundgang machen und euch einladen, euch zu entspannen, zurückzulehnen. Und ich werde von Beet zu Beet gehen und euch zeigen, was sich so verändert hat. Ist auf jeden Fall spannend. Die Anzucht läuft gut, in den Beeten läuft es gut. Ich konnte mal wieder mähen. Ich hatte einen kaputten Rasenmäher und da hat ein neues gebrauchtes Gerät zu mir gefunden. Ja, wie man sehen kann. Also ein bisschen hinterher muss ich ja sein. Ich bin in einer Schrebergartenkolonie. Da geht es auch darum, den Garten zum gewissen Maße ordentlich zu halten. Und ja, da bin ich gerade im Moment ganz zufrieden. Vor allen Dingen der vordere Teil, wie ihr sehen könnt. Ja, und wir legen mal los. Zwar gleich hier vorne. Bei den Kartoffeln hat sich einiges getan. Fast alle Pflanzen gucken jetzt raus. Gibt es überall irgendwie was zu bestaunen. Und das ganz Wunderbare, was hier auch noch passiert ist, heute habe ich es zu Ende ausgesät. Beim letzten Mal kam mir der Regen dazwischen. Bei dem Geschichtchen, hier ist eine Mischkultur entstanden und zwar aus Kartoffeln und Buschbohnen. Also Buschbohnen könnt ihr super zwischen die Kartoffeln setzen. Diesmal probiere ich das so im Chaos aus, also die sind ja nicht wirklich in Reihen oder so. Mal gucken, wie sich das entwickelt, auch nachher mit dem Anhäufeln, wenn das nachher dann wirklich so in dem Maße nötig ist. Ja, einfach mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. So, hier vorne gibt es noch etwas, was ich an Erfahrung mit euch teilen möchte. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass mir jemand davon abgeraten hat, hier so den letzten Schnitt vom Brombeerschnitt mit einzubringen, vor allen Dingen die frischen Teile. Ja, ich habe das die letzten Jahre auch immer benutzt und keine Probleme gehabt, aber in diesem Fall soll der Kommentator recht behalten haben. Ich teile alle meine Erfahrungen, somit wenn auch irgendwas in dieser Art schief läuft, hier könnt ihr das sehen, sie kommen tatsächlich nach. Was dann nun letztendlich heißt. Jetzt hatte ich in meinem Gartenzaun, bin völlig aus dem Konzept gekommen und weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich am roten Faden hing und ich drehe an einem durch. Deswegen, ja, ich denke, das Thema hier spricht für sich. Die Erfahrung, die ich jetzt damit gemacht habe, wird mir ein bisschen, ja, Zusatzmeditation verschaffen. Und ja, vielleicht gehe ich da mit dem Flow bei, vielleicht ich vorher, wird sich dann irgendwie so zeigen. Ja, aber was könnt ihr sehen? Ich habe letztendlich überall im Garten ein bisschen frei gemacht. Hier die Wege, ups, nicht stolpern, Lars. Wisst ihr, diesen Moment lasse ich jetzt einfach mal drin. Also, ich war vorhin so schön im Flow und wurde dann rausgebracht. Es war auch ein freundliches Rausbringen. Es ist jetzt nicht so, dass das da doof war oder so. Es war eigentlich total positiv. Aber jetzt hänge ich an dem Punkt, dass ich nicht wieder reinkomme. Und ja, an diesem Punkt sollte man einfach irgendwie loslassen und die Dinge akzeptieren, wie sie sind. Das habe ich jetzt getan, indem ich das mal ja, mit euch teile, diesen Moment. Und ich versuche jetzt irgendwie mal durchzuatmen. Moment, und laufe durch den Garten. Mal ganz still und dann komme ich bestimmt irgendwie wieder rein. Ja, laufe ich mal los. Stell die Kamera um und laufe nochmal los. Ja, geil. Läuft gut, nicht wahr? Jetzt hat die Kamera hier sich auch noch verselbstständigt. So, wollen wir mal gucken, was wir da draus machen. Ja, das soll gerade alles so sein. Ich nehme euch mit, so wie es jetzt gerade kommt und läuft. Ja, und jetzt suchen wir uns mal zusammen Plätzchen aus, wo ich euch kurz mal verlassen kann. Ich gucke durch den Garten. So, irgendwie könnt ihr schon ganz viel erkennen. Ja. Ja, so ist das. Jetzt hat sie ihn verlassen.
Wisst ihr, manchmal hilft so ein Blickwinkel von außen, um mal wieder reinzukommen. Seht ihr mich noch? Ja, ich glaube schon. Schöner Garten, könnte mir auch gut gefallen. Mann, ja, toll. Schickes Rad. Ja, was mache ich denn jetzt? Breche ich ab oder mache ich weiter? So, ich habe jetzt keinen Bock, dass der innere Schweinehund mich so zureitet. Deswegen schnappe ich mir jetzt die Kamera, mache es mir ganz leicht und laufe mit euch durch die Beete, ohne dass ich jetzt irgendwie tatsächlich irgendeinen Punkt anlaufen möchte. Ich mache mir jetzt gar keinen Kopf mehr. Ihr kommt jetzt einfach mit, so wie es ist, weil es ist gerade so, wie es ist. Ja. Ich habe gerade den Apfelbaum entdeckt. Gehen wir doch mal da lang. Muss ja nicht die Kamera auf mir sein. So geht's weiter. Apfelbaum steht echt super, super schön da. Guckt euch mal die Blüten an. So. Ja, und unterm Apfelbaum ist auch noch alles am Leben. Also da kam keine Taube oder so und hat mir den Kohlrabi weggefressen. Hier vorne haben wir die drei Kohlrabis drin. Hier haben wir die Lemon Queen. Ah, jetzt merke ich das schon wieder so langsam. Ich bin noch nicht wieder hier, aber ja. Ist ja so das, was ich auch ganz oft geteilt habe, was mir auch ganz oft negativ ausgelegt wurde oder was die Menschen verunsichert hat, wieso ist er da denn schlecht drauf und dann am nächsten Tag ist er wieder gut drauf oder wie auch immer das irgendwie kommt. Das verstehen viele Menschen nicht und bei mir ist das so, dass ich ja auch hier in meinem Garten oder ja, mit dieser Doku-Serie auch teile, dass die Natur uns gut tut. So. Und jetzt habe ich gerade mal so ein bisschen den Griff verloren oder habe mich gerade verloren, wie auch immer man das sagen möchte und jetzt tingle ich hier rum und gucke dann wieder den Apfelbaum und die Lemon Queen und schon zieht es mich da wieder so ein bisschen rein. Diese Energie habe ich gerade gespürt. Und das ist ja so das was ich gerade den Menschen, die viel zu Hause sind, vielleicht nur für Computer, vielleicht gar keinen eigenen Garten haben, kaum in die Natur gehen, geht raus in die Natur, ist eine richtig schöne Sache, wird euch heilen. Ich bin in dieser Hinsicht heute ein schwerer Fall, deswegen schauen wir mal, wie es weiterläuft. Das schwankt bei mir immer so und ist gerade mal runtergeschwankt. Und ja, gehen wir mal weiter durch den Garten. Das wollte ich mal so als Anekdote sagen. Ja, und ich stehe hier vor einer Pflanze, über die eine kleine Diskussion ausgebrochen ist unter meinen Videos. Was ist denn das nun für eine Pflanze? Akelei oder Schöffkraut? Schöff? Ach, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich tippe immer noch auf Akelei. Aber ja, das wird sich dann irgendwann später zeigen anhand der Blüten. Ja. Ansonsten, die Zucchini sehen gut aus, die Luffergurke lebt auch noch. Und vielen Dank an den Zuschauertipp, der da sagte, oh, da habe ich noch ein bisschen Quecke drin, sehe ich gerade. Vielleicht ist auch was anderes, ein Gras, anderes Gras. Vielen Dank für diesen Tipp, vielen Dank, vergiss mal nicht, hat zu mir gefunden, noch mal gucken, ob sich das hier so hält. Das fleißige Gießen habe ich mir auch gemerkt, danke für diesen Tipp. Ganz wunderbare Sache. Und der Apfelbaum entwickelt sich richtig schön. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ach, was haben wir schönes Wetter heute. Was ein Glück. Wo ist sie denn, die Sonne? Da. Ich kann gar nichts sehen gegen die Sonne. Ja. So, aber kommen wir nochmal zurück hier zu dem Beet. Und zwar habe ich ja den Portulak da drin und der gibt richtig Gas, der geht bald die richtige Ernte los. Die sollen noch ein bisschen Größe kriegen. Ja, und hier vorne bei dem Beet zieht ja alles so ein bisschen in die Blüte hier. Das kann man ganz gut sehen. Das habe ich auch bei der anderen Pflanze entdeckt, also sprich bei der anderen Spinatsorte. Das war irgendwo hier hinten. Na, muss ich selbst nochmal gucken. Ich finde es gerade nicht, ist auch nicht so wichtig, mit einer Hand ein bisschen schwieriger. Ja, die Möhrchen haben ein bisschen Schub gekriegt, sehe ich gerade. Ist doch echt eine schöne Sache so. So,
Und ja, das, was irgendwie ganz Tolles entstanden ist hier hinten, ist eigentlich so die Optik, denn, ach, ihr habt das vielleicht im letzten Video, ich habe das selber, weiß das selber jetzt gerade gar nicht, aber ich habe jetzt auf jeden Fall einen guten Schattenplatz, wenn es wärmer wird. So sieht das Ganze dann aus, also richtig schön. Ich glaube ja, dass das hier eine Buche ist. Kenne mich bei Bäumen nicht ganz so gut aus, da bin ich ziemlich, ja, weiß ich nicht. Ja, ansonsten hier in der Ecke war ich ja auch schon und das ist ja so meine Ecke generell. Da mein Kartoffelbunker oder Bunker, sage ich immer. Und ja, hier ist noch so meine Anzucht. Habe ich schon ein paar Pflänzchen rausgezogen. Da sind warten auch noch andere, dazu komme ich. Ach, das machen wir. Ich habe ja gesagt, ich habe so ein ganz kleines Budget ausgegeben, um mir Pflanzen zu holen. Das ist auf jeden Fall eine Salbeiart. Den Namen muss ich jetzt ablesen. Ich bleibe jetzt aber mal stehen. Dann haben wir hier die Zitronenverbene und hier nochmal ein Rosmarin. Ganz besondere Sorte, hatte ich letztes Jahr. Mega geiler Geschmack, kann ich empfehlen. Name kommt in einem anderen Video. Ja, so. So sieht es hier aus. Hier übrigens habe ich das Dach angefangen weiterzumachen, so wie Holz da war. Ich habe auf jeden Fall einen Brettermangel. Ah, das Buch. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich so ein bisschen. Das wollte ich so ein bisschen in mein Video einfließen lassen. Denn ich habe angefangen, mir Informationen zu sammeln über den Ehrenpreis. Da habe ich angefangen. Ich bin total younger gerade auf Wildkräuter, Wildgemüse. Da geht einiges. Also da habe ich richtig Blut geleckt. Also vorher ja auch schon irgendwie. Und ich dachte, da fange ich auch irgendwann mal mit an, so tiefer einzusteigen. Und jetzt ist das wohl so die Zeit dafür. Und zwar der echte Ehrenpreis. Ich werde euch den noch im Garten zeigen. Ganz großes Thema. Und vielleicht schnappe ich mir dann auch gleich das Büchlein und teile mit euch, was da so reingekommen ist. Es ist echt spannend. Also wäre schade, wenn sowas verloren ginge. Ja, ich stehe hier jetzt gerade auch noch vor dem direkten Beet. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, ein bisschen. Hier ist ja, wunderbar, wundersamerweise sind hier die Scheiben vom Hochbeet, was ich im Winter, also die Geschichte war ja im Frühjahr auch abgedeckt und so für die Aussaat. Da hatte ich jetzt dadurch eine frühe Ernte. Richtig, richtig toll. Nächstes Jahr werde ich vielleicht beide Hochbeete nutzen. Und naja, diese Scheiben haben hier raufgepasst. Ich habe das so ein bisschen fixiert mit den Nägeln, die ihr da sehen könnt. Ja, und hier unten wächst das so jetzt gerade. Da vorne rechts ist ja eine Tomate, Salat. Aber ich hatte hier schon kleine Tomätchen rein und habe da mit dem falschen Wasser gegossen. Da war auch eine Luffergurke drin. Ich habe alles gekillt damit. Neuer Erfahrungswert, weiß ich wieder mehr. Das waren von Brennnessel ja auch ein paar Reste. Das war wohl zu scharf. So, und ich tingle hier mal rum. Da sieht es nämlich jetzt gerade so aus. Das ist jetzt auch noch mal so ein Bereich, daher kriege ich dann irgendwann noch mal Liebe. Ich arbeite mich gerade von vorne nach hinten durch. Guck mal, wie viel Brennnesseln ich habe. Aber ich freue mich riesig darüber, weil Brennnesseln werden auf jeden Fall dieses Jahr auch viel mehr in mein Leben finden. Also nicht nur hier durch das Wachsen, sondern ja, das, was man da rausziehen kann, ne? Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, Brennnessel ist so vielseitig. Ja, verwendbar. Zack, jetzt geht es doch nochmal mit Stativ. So vielseitig verwendbar. Will ich jetzt gar nicht nochmal aufzählen. Will nur das erzählen, was jetzt so die nächste Zeit auf mich zukommt. Es wird auf jeden Fall, ja, hier wird freigemacht. Brennnesseln werden gesammelt. Ich werde mir auf jeden Fall die Brennnesseljauche wiederherstellen. À la Lars. Video dazu findet ihr da oben. Ja, da sehe ich einen Schmetterling rumkrabbeln. Ach, wie schön. Den wollen wir mal nicht stören. Oder will er gesehen werden? Sollen wir mal gucken. Ja, es juckt mich so ein bisschen, aber ich will jetzt nicht nochmal zur Kamera stiefeln. So, des Weiteren habe ich Brennnessel als Tee für mich gefunden, den ich jetzt ab und zu mal getrunken habe schon. Und ist echt Bombe, kann ich nur empfehlen, was das so an Körpergefühl gibt. Und richtig, richtig gut. Und ja, hab mir auch sagen lassen, so ein kleiner Beutel von, ich weiß nicht, 200 Gramm getrocknet oder so, kostet auch so eine 4 €. Bei mir wächst das im Beet. Ganz tolle Sache. Ja, und des Weiteren werde ich das auch zum Mulchen benutzen. Das sind so meine Vorhaben damit. Na, guck mal, jetzt bin ich doch schon viel weiter gekommen und kann hier vorne auch mal rumtingeln. Hier habe ich auch ein bisschen frei gemacht, weil hier waren noch lauter Sachen, die liegen jetzt da.
Und das Beet hat richtig einen Schub gekriegt. Der Plan geht auf. Hier ist alles voll Mais. Sieht richtig gut aus. Und ja, das zeige ich euch jetzt erstmal von Namen. So. Ne, Radieschen gehen richtig schön ab. Der Spinat auch. Und der Mais, ja, ich kann mich nicht beschweren. Sieht alles super aus. Ich brauchte einfach nur genug, damit es für das Milpa-Beet reicht, das Indianer-Beet, Inka-Beet, wie auch immer. Und ja, Salat könnt ihr sehen. Fenchel will ich euch auch mal vom Namen zeigen, weil der, ich finde, der ist jetzt mal ein bisschen zeigenswert. Da könnt ihr diese kleinen Halme sehen. Also einmal hier die vier. Alles Fenchel, na gut, das sind mehr als vier. Denn die kleineren Sachen hier, da bunte Beete kommt auch. Ich kann langsam ein bisschen mehr atmen. Ja. So, und das möchte ich euch jetzt hier auch noch mal zeigen. Ich weiß gar nicht, wie, ja, wie haben wir denn da? Spannendes Tier. Hier vorne ist ansonsten die Kartoffelrote Emily reingekommen. Ich weiß nicht, inwiefern ich das schon erwähnt hatte. Der Bereich ist ja hier noch fällig, da soll noch was passieren. Hier wächst Lemon Queen, Herzblattlilie, Beinwell und so weiter. Muss ich jetzt nicht näher ran. Ja, und die Blumenwiese, die sieht richtig gut aus, wie ich finde. Das kommt und kommt. Hier haben auch ein paar Pflänzchen reingefunden. Also was hier alles passiert. Ne? Hier habe ich ja schon ein bisschen was gezeigt. Da ist jede Menge zusammen reingekommen. Disteln. Ja, da vorne Kronlichtnelke. Das mit Fragezeichen. Das müsste eine Nachtkerze sein. Aber sieht ziemlich ähnlich aus. Also wer weiß. Dann haben wir hier Lavendel und ein paar Sonnenblumen. Und ein bisschen, das dürfte eine Ringelblume sein. Phacelia wächst. Ja, hier der Pflaumenbaum, wenn es dann nochmal einer wird. Ja, sieht auch gut aus. Hier auch alles wunderbar. So, kurz nochmal hinter mir. Ich habe vergessen, was das war. Vielleicht war das eine Stachelbeere. Vorne haben wir dann noch den Beinwell. Das habe ich vergessen. Ach, das ist von der Osterblume. Und ja, hier haben wir die Lemon Queen. Hier unten versteckt sich dann noch, ja, Herzblattlilie. Ich komme aber nicht hinterher auf diese Ecke. Hier hat sich ein bisschen was angesammelt, was noch weg soll. Und das wächst gerade überall einfach so durch. Okay, tingle ich mit euch mal durch die Beete. So sieht das hier nämlich gerade aus. Nämlich mal rüberschwenken. Übrigens, von der Konzentration her ist da alles ein bisschen stärker. Im Wachstum, keine Ahnung, wo das hinführt. Vielleicht war das einfach magerer als das andere. Ja, aber da sind wir jetzt soweit durch. Wollen wir hier mal gucken. Hier hatte ich ja noch Streifen von rotem Mais ausgesät. Kommt bisher noch nichts, nicht so wie bei den anderen. Und gestern war ich hier noch bei und habe folgende Sachen ausgesät. Da haben wir einmal den Azurstar-Kohlrabi, Superschmelz-Kohlrabi. Dann noch ein paar Samen Blumenkohl. Und Brokkoli. Beim Blumenkohl ist noch mit Fragezeichen, ob da überhaupt was durchkommt. Das war ziemlich durch. Aber man kann es ja mal probieren. Und an verschiedenen Stellen zeigt sich, aus dem letzten Jahr hat sich ordentlich was ausgesandt an Sonnenblumen. Die dürfen hier sein. Und wenn es mir zu viel wird, beziehungsweise hier noch ein bisschen kommen, dann werde ich vielleicht auch noch ein paar Mopsen, die an andere Stelle packen. Ja, und wenn ich hier schon so rüberstiefel, zipp, hier hat sich auch mega viel getan. Also guckt euch das an. Also im Großen und Ganzen ist der Bereich hier vorne schier. Ja, da habe ich noch die Goldruten abgeknipst. Die sind dann oben noch auf den Haufen raufgekommen. Ja, der Zaunkönig liebt diesen Platz. Übrigens regelmäßiger Besucher meines Gartens, auch schon zwei Zaunkönige zusehen dürfen. So ein bisschen Beizverhalten. Also echt spannend.
Ja, und hier vorne ist noch reingekommen, da haben wir den echten Bärenklau, der ist so da hinten zwischen. Und davor die zwei Pflänzchen, beziehungsweise drei. Das ist nochmal Beinwell, der hat hier Platz bekommen. Hier vorne dann mit Hilfe nochmal Lavendel reingekommen. Das Geschichtchen da vorne habe ich ehrlich gesagt vergessen, was das war. Haben wir irgendwie einfach mal angenommen. Da kann mir auch jemand helfen, wie diese Pflanze heißt, keine Ahnung. Ja, und dann hier auch nochmal Vergissmeinnicht. So, so sieht das jetzt aus. Hier könnt ihr das auch nochmal sehen. Richtig schöner Lebensraum für Tiere. Also was Tiere hier an Unterschlupf suchen können. Hat richtig, richtig Platz. Also Überwinterungsmöglichkeit für Igel auf jeden Fall gegeben, würde ich sagen. Und was habe ich hier in der Ecke noch entdeckt? Gestern, als ich dabei war, oder in den letzten Tagen vielmehr. Hier haben wir nochmal Frauenmantel. Richtig toll. Freut mich richtig, richtig. Ja. Ja, die Kräuterküche ruft. So, und hier vorne soll auch noch was gemacht werden. Und zwar hat hier aber eine Distel reingefunden. Das dürfte, den Namen gerade vergessen. Na, wie heißt sie denn noch? Diese große, die ich letztes Jahr auch hier hatte. Da habe ich auch ein bisschen Saatgut noch im Garten verteilt. Ja, so sieht sie aus. Ich finde, macht sich her. Die Pyramide habe ich auch ein bisschen gerichtet. Ja, können sehen, wo die Reise hingeht. Ja, und hier an besonderen Sachen jetzt speziell noch nichts entdeckt, außer diese üblichen Verdächtigen. Mal gucken, wo das noch so hinführt. Ja, richtig schön. Achso, und ich habe mir sagen lassen, das Ding ist öfter mal besucht. Ich selber habe auch mal ab und zu jetzt Besucher gesehen. Der richtig große Vogel war noch nicht dabei, aber die fliegen hier tatsächlich durch. Von daher, wer weiß, in Abwesenheit der Menschen dann eher unterwegs, wenn die Mäuse rauskommen. Ja, schauen wir mal weiter. Ja. Fühlt sich hier auf jeden Fall schon mal viel besser an. Das Beet da vorne braucht auf jeden Fall demnächst mal Liebe. Aber es lohnt sich auch in Sachen Mulchmaterial, ein bisschen später zu mulchen. Hier habe ich noch ein Häuflein, da vorne habe ich noch ein Häuflein. Ja, und hier vorne, die Erbsen, die kommen auch super gut. Auch eine Kapuzinerkresse zwischendeck, muss ich euch jetzt nicht speziell zeigen. Würde jetzt noch zu viel Zeit fressen. Ihr wisst, wie das aussieht, Kapuzinerkresse, alles schon mal gezeigt. Übrigens die Buschbohnen, die reingekommen sind, wo ich gerade übers Glas stolper, das ist die Purple Queen. Mal gucken, wie sie kommt. Ist aus 2019 das Saatgut. Ich benutze auch gerne älteres, weil so schlecht sind die Keimraten nun auch nicht. Muss man nicht immer alles neu bestellen. Das hält eine Weile. So, was ist hier vorne passiert? Hier ist einiges passiert. Und zwar einiges Zeigenswertes. Wo fange ich denn da an? Hui, wo steht mir denn der Kopf? Ja. Hier erstmal zu mir. So, und dann kann ich euch auch zeigen, was hier los ist. Hier haben wir mal richtig, richtig schön blühenden Palmkohl aus dem letzten Jahr. Ich finde es so super genial. Ist auf jeden Fall was für das eine oder andere Insekt. Die sind gerade nicht ganz so aktiv. Bisschen ruhiger. Die kommen bestimmt gleich aus ihrem Mittagsschlaf. Die waren ja schon mal fleißig heute. So, und hier wächst fleißig der Knoblauch. Die ein oder andere Kapuzinerkresse entdeckt. Da haben wir sie. Hier wachsen dann noch andere Pflänzchen. Ich weiß nicht, ob das noch Möhren waren. Ich glaube schon. Hier im vorderen auch. Und das, was dazwischen war, war dann nochmal Mangold. Hier könnt ihr wunderbar erkennen. Jetzt ist das alles ein bisschen freier. Ich möchte die Pflänzchen noch ein bisschen größer werden lassen. Beim Knoblauch könnte ich rein theoretisch schon ein bisschen beigehen. Aber dann erst wird richtig gemulcht. Vorher macht das einfach auch gar keinen Sinn. So, hier vorne. Da könnt ihr nochmal wunderbar erkennen, dass die dicken Bohnen hier Fahrt aufgenommen haben. Hier haben wir auch eine. Hier ist noch die nächste Kapuzinerkresse. Na, können wir sie einmal ins Licht holen. Da ist sie. Kommen wunderbar. Die scheinen die frostigen Temperaturen richtig gut abzukönnen. Und kommen, wann sie wollen. Hier haben wir noch eine dicke Bohne. Ja. So, das ist ein Bereich, da wollte ich noch beigehen. Das ist noch der Rosettenchicorée. Ja, hier wächst alles so. Ach, und wisst ihr was? Wir waren noch bei dem Thema. Ehrenpreis. Ja, der wächst zum Beispiel hier. Das ist dieses ganze, na, guckt euch das mal an. Das ist ein Ehrenpreis. Nach meiner Recherche sollten die Blätter noch ein bisschen eiförmiger sein. Aber
Naja, irgendwie ist der anders. Ich weiß aber, das Saatgut ist auf jeden Fall von echtem Ehrenpreis gewesen. Also irgendwo wird hier der echte sein, wenn es der nicht ist. In dieser Hinsicht auch bitte immer selber informieren, gerade bei Wildkräutern, dass ihr da auch das Richtige erwischt. Ich gebe keinen Brief und Siegel. In die Eigenverantwortung gehen, das liegt bei euch. Ne, ich habe mich gerade entschieden, das mit dem Buch mache ich an anderer Stelle oder ein anderes Mal. Mann, mir wird gerade richtig warm. Hui. Ja, naja, ich schaue mal weiter. Hier vorne war ich bei, da hatte ich doch Phacelia wachsen, da habe ich jetzt schon angefangen, das ein bisschen zu ändern. Das ist meine Gründüngung, das wird hier dann nochmal irgendwann richtig umgegraben. Da soll ich noch überall beigehen, da hinten ist auch noch Quecke, der Bereich ist hier ja sowieso noch dran, da auch. Das wird in einem Schwung passieren, denke ich. Ja, und hier werden die kleinen Pflänzchen immer größer, da werde ich auch mal auslichten, dass die Erdbeeren, Knoblauch, alles genug Kraft und Luft am Boden haben. Und nicht so untergehen, die eine oder andere Pflanze werde ich wieder wie gehabt stehen lassen. Ihr kennt das ja. Jo. Und ansonsten steht alles gut da. Die Erdbeeren kommen, gibt auch die ersten Blüten. Rote Gartenmelde wurde schon fleißig beerntet. Ja. So sieht das jetzt derzeit aus. Ach, und hier am Beetrand, ich finde das so schön. Kommt immer mehr. Oregano sieht richtig tippitoppi aus. Also hier bin ich noch nicht weitergekommen, das soll auch noch alles runter. Ja, oh, also wer Oregano braucht. Oh, ich mag diesen Geruch richtig schön. Und da ist dann halt noch einer. Und Distel aber auch. Distel werde ich alle noch so ein bisschen rausholen. Auch was hier so. Distel werde ich genauso wie hier Ackerwinde und Giersch an dieser Stelle auf jeden Fall rausholen. Ja, und das war es aus dieser Ecke. Und hier haben wir dann das nächste Beet mit den. Ich habe es euch ja gezeigt. Brennnesseln, Brennnesseln, Brennnesseln. Da haben wir einmal Beinwell. Kommt richtig gut. Rhabarber, Erntezeit bis Mitte Juni habe ich gesehen. Wunderbar. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass nicht alle Rhabarbersorten jetzt richtig viel rote Farbe kriegen, sondern es auch mal so sein kann, dass der weiter grün unten ist. Könnt ihr gar nicht richtig sehen. Ne? Also so richtig viel Rot ist bei meiner Pflanze nicht dabei, aber es wird mehr auf jeden Fall bei neuen Trieben. Da kann man das sehen, rechts weg. Also macht sich langsam. Jo, eine Blüte stehen. Und so sieht es hier gerade aus. Ja, macht doch langsam was her, finde ich. So ein bisschen Ordnung und so, das tut mir hier gut. Ja, bin noch ganz froh über Hilfe. Wenn immer so peu à peu was passiert, ist das auf jeden Fall eine schöne Unterstützung. Da fliegen sie, die Schmetterlinge. Einmal um mich rum und weg. Ja, hier haben wir einmal noch schöne Entdeckungen. Hier gibt es die Banane, die geht ihren Weg. Muss ich gar nicht näher ran. Da haben wir noch ein Pflänzchen. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon da war. Gehört jetzt nicht so zu den Pflänzchen, die ich jetzt unbedingt haben muss. Was passiert hier noch alles? Ich möchte euch noch einmal dieses Pflänzchen zeigen. Und zwar habe ich hier richtig schön. Der Flo hat sich gestern richtig gefreut. Liebstöckel oder auch Maggikraut genannt. Ja, richtig gut. Ach, und wenn ich hier dann schon mal bin, kann ich euch zeigen, wie sich die Petersilie ausgesamt hat. Ah, das geht richtig ab hier. Die Erdbeeren auch. Und ich habe das erste Mal Sauerampfer probiert. Das ist Sauerampfer. Tolles Gewächs. Schmeckt echt toll. Sauer. Ja, kann man auch so in Salate einbringen. Ja. Löwenzahn wird bei mir weniger, obwohl es für euch wahrscheinlich noch viel mehr aussieht. Im Großen und Ganzen. Ja. So sieht das gerade bei mir aus. Ich denke, das ist aktuell auch ganz, ganz, so ein ganz guter Stand der Dinge. Ich habe jetzt ein paar anstrengende Tage gehabt körperlich, werde jetzt wohl eher wieder runterfahren. Der Körper braucht irgendwann Erholung. Und jo, dann geht es halt irgendwann weiter. Ne? Und ich dachte mir, da am Wochenende oder generell gerade im Moment auch Regen kommen kann, dass ich vielleicht noch ein Video raushaue für euch, dass ihr so einen Stand der Dinge kriegt, auch was die Aussaaten angeht, was wieder rausgehen kann. Was ist hier denn? Gegen die Sonne sah das ganz komisch aus. Als ob sich da was runter abseilt. Vielleicht ist es ja auch so gewesen. Ja, gibt es noch was zu zeigen? Ich überlege gerade mal. Wir können ja einmal zum Buch stiefeln. Vielleicht kommt da gleich noch mal ein bisschen was zum Ehrenpreis raus aus dem Jahr, beziehungsweise aus dem Buch. Oh, hier haben wir eine Malve.
Die hat sich eine Malve unter der Weide breit gemacht. Die mögen den Platz so sehr gerne. Die kommt ja richtig doll. Wird es auch wahrscheinlich noch andere Stellen von Malven geben. Ja, der Weg liegt hier auch nochmal an, dass ich den ein bisschen eben mache. Der ist zu rund. Hier kann man nicht wirklich mit irgendwas durchfahren. Ja, das ist ganz wild gerade. Irgendwie auch schön. Ja, aber es ist natürlich ein bisschen Zeckenalarm. Apropos Zeckenalarm, wenn ihr euch Kokosöl unten an die Beine schmiert und vielleicht Achseln an den Armen und so, denn die haben da gar keinen Bock drauf. Ich glaube, mit Schwarzkümmelöl oder so soll es auch gehen. Ich habe mit dem nativen Kokosöl sehr gute Erfahrungen gemacht aus dem Bioladen oder Biosortiment, sagen wir lieber so. Ja, so schaut's hier aus. Nun gut, hier vorne könnte ich vielleicht nochmal zeigen, auch hier Beinwell hat richtig Gas gegeben. Eine wunderschöne Pflanze, wie ich finde. Auf jeden Fall Bienenmagnet. Ah, spannend. Guckt euch mal diese langen, dünnen Dinger da oben noch an. Die habe ich vorher gar nicht so richtig wahrgenommen. Okay. Jetzt gibt es noch eine Entdeckung. Klee, 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 der hat sich richtig schön verbreitet in meinem Garten. Das kommt auch alles ganz gut. Dahinter ist es dicht gewachsen, können wir nicht mehr längs laufen. Ich nehme euch jetzt aber nochmal mit ein paar andere Stellen, wo Blümchen wachsen. Ah, oh, schön. Oh, wenn es richtig warm wird, wenn es dann warm wird, ist das auf jeden Fall eins meiner Lieblingsplätze hier, auch wenn ich Besuch habe. Oh, guckt euch das an. Alles, was das Herz begehrt, würde ich sagen. Naja, aber darum soll es nicht gehen. Das wird ja laut. Was ich euch noch zeigen kann, ist hier einmal, dass noch ein bisschen Bärlauch zu mir gefunden habe, den ich auspflanzen kann. Der kommt dann hier vorne mit rein. Das darf hier viel, viel mehr werden. Sehr, sehr gerne. Ja, und dann wollen wir hier vorne nochmal hin. Hier will die Eckelei nochmal ein bisschen aufgehen. Ja, schöne Pflanze. Oh, da bin ich gespannt. So, was tut sich hier denn? Hier haben wir noch eine Eckelei. Hier an verschiedenen Stellen auch nochmal. Ja, das macht sich langsam. Das hier wird dann wahrscheinlich Fingerhut. Ja, das ist so meine Aussicht, wenn ich hier hinten bin. Ja, und hier oben habe ich ja noch die Meisen. Blaumeisen, die werden ja noch schön gefüttert. Wer das Video verpasst hat, das war so entspannt, so schön. Ich habe von allen, die das so gesehen haben, mega positive Resonanz gekriegt. Also ich fand es persönlich sehr faszinierend und habe es tatsächlich mega oft geguckt. Ja. ja. So, jetzt geht's zurück. Und dann möchte ich mit euch nochmal an eine Stelle. Glaube ich nicht. Will ich nicht. So, schauen wir mal. So, ich habe mir jetzt nochmal das Buch geschnappt. Ja, der echte Ehrenpreis. Ich habe da so einiges zusammengesammelt. Auf jeden Fall richtig tolle, wissenswerte Sachen. Ist auf jeden Fall ein altes Hustenkraut. Und es gibt tatsächlich ein Buch, ein 300-Seiten-Buch über dieses Wildkraut. Ist ja wohl echt der Hammer. Ja, ein paar Sachen habe ich zusammengetragen und hier reingeschrieben. Ja, und die dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Heute geht es aber nicht weiter. Das lege ich einmal zur Seite. Für heute sind wir durch. Gartenrundgang soweit. Ich habe bestimmt jede Menge Ecken vergessen. War wohl nicht so wieder mein Tag, aber ich habe euch mal daran teilhaben lassen, wie mir das so zwischendurch mal ergeht. Wenn ich Videos drehe, gerade so dieses Jahr, ist nicht immer irgendwie so einfach. Schwenkt mal um und ja, es gibt ganz unterschiedliche Gründe.
Bin aber jetzt an diesem Punkt sehr glücklich, dass ich das bis hierhin geschafft habe. So viel dann auch zu dem Thema. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Danke für all eure Unterstützung. Danke, dass ihr das für die, die immer bis zum Ende des Videos kommen, dass ihr das bis zum Ende aushaltet mit mir und da eure Freude empfindet, euch das in Spannung bringt. Das soll es nämlich ein bisschen Ausbruch. Deswegen gibt es keine Werbung. Deswegen habt ihr da Ruhe vor. Es geht ja um Achtsamkeit, der Natur wieder näher kommen. Und ich freue mich über jeden, der dazu stößt. Das war's von mir. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, euer Lars. Ich bin jetzt durch für heute. Feierabend.